Warum reden eigentlich Christen so gerne von Jesus Christus? Warum sagen wir, dass er unser persönlicher Herr ist? Weil dieser Jesus Christus, unser Herr, einfach eine faszinierende Persönlichkeit ist. Wenn Sie mal selber in der Schrift nachlesen, dann werden Sie feststellen, dass er Dinge schon gemacht hat zur Zeit, als er hier auf dieser Erde war, die manche überhaupt nicht verstanden haben, dass er sich mit Sündern, absoluten Sündern an einen Tisch gesetzt hat und hat mit ihnen Gemeinschaft gepflegt. Und damals haben die Pharisäer gesagt, das haben sie überhaupt nicht verstanden und haben den Jüngern gesagt, warum macht er das? Warum setzt er sich mit diesen Menschen, die damals in Israel absolut keine Chance hatten, warum setzt er sich mit ihnen an einen Tisch? Und wissen Sie, dieser Sohn Gottes, der auch zugleich Menschensohn ist, der hat genau diese Einstellung bis zu dem heutigen Tag. Er interessiert sich für Sünder. Er interessiert sich für sie persönlich. Und er möchte ihnen eigentlich groß machen, was er für sie persönlich getan hat. Und das können Sie auch in der Bibel nachlesen. Er ist für unsere Schuld und für unsere Sünden gestorben. Und das ist ein wesentlicher Grund, warum wir Jesus so von ganzem Herzen lieb haben. Das ist der Punkt überhaupt, weil er durch diesen Tod am Kreuz von Golgatha alle unsere Schuld und Sünden hinweggenommen hat. Unsere persönliche Schuld, und das möchte er auch, dass Sie das erfahren, dass Sie erfahren, dass Jesus Christus für Sie persönlich gestorben ist, alle Ihre Schuld bezahlt hat. Und darum reden wir so gerne von Jesus. Wir reden deshalb auch so gern von Jesus, weil wir wissen, er lebt. Er hat wirklich das Grab verlassen, das Grab ist leer. Jesus lebt. Und der ganz wesentliche Punkt, der kommt jetzt zum Schluss. Wir wissen, dass dieser Herr wiederkommt. Das hat er uns versprochen, dass er wiederkommt. Dass er wiederkommt und hier sein Friedensreich errichten wird. Das ist so wunderbar. Wir reden gerne von ihm, weil wir ihn über alles lieben. Er ist eine Persönlichkeit, eine Person. Er ist so heilig, er ist so gerecht und hat sich doch zum Sünder geneigt. Für sie auch. Und darum Jesus. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass Sie diese Person, diesen Herrn Jesus Christus, persönlich kennenlernen und persönlich Ihre Schuld und Ihre Sünde einfach bei Ihnen ablegen. Musik